Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Wir sind in der letzten Folge hoffentlich die letzten Diebe losgeworden und überraschenderweise so im Vorbeigehen dann auch noch so ein paar Banditen. Eine Banditengruppe haben wir aber noch auf unserer Insel und da werden wir uns wohl jetzt kümmern dürfen können, wie auch immer. Weil so ein paar... der Wachturm ist noch nicht fertig. Woran scheitert es? Steine müssen dann noch geliefert werden, die sind aber auf dem Weg. Ja, das warte ich natürlich noch ab. Habe ich das richtig eingestellt? Ich sehe hier im Augenblick... Wie oft bin ich auf 0 gegangen? Clever wie ich bin, aber ich bin nicht auf 10 gesetzt. Ja. Ich weiß doch auch nicht. Dinge passieren eben. So, cool. Naja, immerhin, die Haken habe ich richtig gesetzt. Mehr oder weniger. So, wie gesagt, das Teil ist eh noch nicht fertig. Und, habe ich überhaupt genügend Stein noch? Ich bin überhaupt nicht informiert, was existiert, was nicht existiert. Das sieht zwar ganz gut aus, muss aber nichts heißen. Silber vorkommen wurde irgendwo da ganz hinten. Das ist das Mausoleum. Alles klar. Und hier hinten ist irgendwo ein Stein. Eisenerz. Das ist cool. Hier muss auch irgendwo. Ah, da ist Silbererz. Rennt der Entdecker rum. Ist auch nicht verkehrt. Ja. Was wollte ich? Achso, wegen Steinen und so. Habe ich noch genügend Steine? Werden hier überhaupt noch Steine abgebaut? Woran kann ich das feststellen? Ich glaube, das hier ist ein guter Weg. Sägewerk? Nein. Forsthaus auch nicht, aber Steinbruch hört sich schon mal gut an. Dieser Steinbruch hat nichts mehr zu tun. Glaube ich. Da sind aber noch ein paar Steine. Doch, der Steinbruch hat noch durchaus etwas zu tun. Der hat sich nur nach hier hinten verlagert mit seinem Abbau. Dann werde ich auch mal den Fokuspunkt hier hinsetzen. Was ist das? Das ist auch Stein. Gut, dann könnte sich da dann... Also der Steinbruch hat noch zu tun. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier sieht es wie Laubholz, Kalkstein, normaler Stein. Das sieht ganz gut aus. Hier wird auch Stein abgebaut. Auch. Dieser Steinbruch dürfte sich noch ein wenig hier halten. Der macht doch beides und ist mit beiden auf Maximum. Und dann habe ich hier noch einen Steinbruch, der sich aber auch um beides kümmert. Hier ist aber hauptsächlich nur noch Kalkstein zu. Oh, hier, da hinten ist noch... alles gut, alles gut, alles gut. Ja, also die Steinbrüche sind ausgelastet, würde ich mal behaupten. Steinmetz, dessen Warenlager ist auch voll. Das klingt jetzt zwar nicht mehr so wahnsinnig viel und ist wahrscheinlich auch vollkommen unnötig, aber einfach um es mal gemacht zu, noch gemacht zu haben. Ich setze hier mal so ein Lager hin und da soll Stein gelagert werden. Werkstein. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Ich hätte jetzt auch ein großes Lager nehmen können, aber das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Zwei kleine reichen da komplett aus. So, natürlich jetzt hier auch Stein. Und ja, wenn Steine brauche ich, glaube ich, jetzt nicht mehr so wirklich, aber egal. Hier Kohle, da ist noch ein bisschen Kohle, das ist auch nicht verkehrt. Hier, das ist die Geschichte. Das sind die Wachen, die sind da jetzt angekommen und die sagen mir hier: Hier ist nichts mehr zu machen. Ja. Aus irgendwelchen Gründen können die dürfen die hier nicht hin. Entweder kommt die nicht über das Gebirge darüber hinweg. Sie könnten theoretisch ja hier durchmarschieren, dürfen sie vielleicht nicht, weil es ist natürlich ein anderes Gebiet. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Wo sehe ich eigentlich unseren Grenzverlauf? Moment, den müsste ich eigentlich hier sehen. Da ist er auch. Aha, alles klar, alles klar. Das grenzt dann an diesem Gebirge dann auch direkt an. Wenn ich das hier richtig sehe und interpretiere, hier sieht man das ein bisschen näher ran. Dann sieht man das deutlicher. Moment. Alles klar, ja. Also hier, so der Bereich ist dann auch Grenze. Das ist schwierig. Da grenzen, also die beiden Gebiete grenzen da aneinander. Das heißt also von der Seite hier, da kann ich absolut nichts machen. Finde ich ein bisschen schwierig. Oder, naja, was heißt schwierig, aber ne, ein bisschen seltsam, wie auch immer. Hier könnte ich theoretisch was machen. Das wäre der einzige Weg, den ich gehen kann. Das Feld quasi von hinten aufräumen oder aufrollen. Aufräumen auch. Ja, das machen wir dann auch. Ich hoffe, das funktioniert. Obwohl, hier müssten die eigentlich durchkommen. Also hier, das ist ja ein Zugang. Und ja, das ist das einzigste Hindernis. Das müssen wir wegräumen. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Wieso kriegt der keinen? Was ist hier mit den Steinen los? Ich habe gerade ja das, ne, was heißt gerade? Also wir haben das ja gescheckt. Steine müssten gegeben sein. Warum ist das jetzt nicht irgendwie... Seit Stunden brauchen die irgendwo, oder seit Stunden wartet er auf diesen einen Stein, den er da noch braucht. Straßenverbindung ist gegeben. Daran kann es nicht liegen. Nicht. Nicht und nichtens. Ich habe hier Steine, sehe ich gerade. Bevor ich jetzt noch 3 Stunden warte. Baustellenträger, eigene Funktion. Moment. Ah, es könnte sein, dass der den letzten Stein gerade da lustig dorthin transportiert, wo er benötigt wird. Ich bin mir nicht sicher, der geht ein bisschen komisch. Für was mache ich Wege, wenn die nicht genutzt werden? Hallo? Die machen alle hier, was sie wollen. Der Weg aus irgendeinem Grund nicht angebunden an die anderen Wege und ich weiß das nicht. Irgendwie seltsam. Der latscht da einfach so quer durch die Gegend, aber wir sind ja nicht bei Foundation. Ich habe da einen Weg gemacht. Der ist aber von uns, ne? Wo will der hin? Hä? Hey? Hallo? Baustelle ist da? Muss ich das jetzt verstehen? Wir machen das wie folgt, sonst... warte ich noch 10.000 Jahre darauf, dass das Teil da gebaut wird. Steinbruch. Den kann ich beispielsweise ganz gut hier hinsetzen, hoffe ich. Doch, das sieht ganz gut aus. Das müsste funktioniert haben. Bisschen priorisieren das Ganze. Der soll Stein abbauen. Und ja. Das ist die Frage, was wird eher fertig? Das Teil oder das Teil? Ja. Ich weiß nicht, was da los ist, wenn der die Steine nicht kriegt. Moment. Irgendwie kommen die Baustellenträger nicht zu der Baustelle. Obwohl der benutzt jetzt, so wie es aussieht,
will er wohl den Weg benutzen. Was der andere für Probleme hatte, keine Ahnung. Ja. Sei es drum, ne, dann haben wir hier halt noch einen weiteren Steinbruch, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, jetzt rennt er auch schon wieder irgendwie so querbeet. Passieren komische Dinge. Passieren ganz komische Dinge. Da kommen die Planierer an. Manchmal ist das hier selten. Selten. Selten auch, aber seltsam wollte ich eigentlich sagen. Seltsam. Ja. Ist das der von vorhin? Kann man jetzt schwer sagen. Kann auch ein anderer sein. Auf jeden Fall rennt er auch hier irgendwie querbeet. Wo zum Henker will der hin? Zumal, ich habe ja, wie gesagt, diese Wachten da, sieht er ja markiert. Das heißt, der gehört, weil er ja jetzt markiert ist, gehört ja irgendwie dahin. Die rennen dann immer hier hin, lassen sich von diesem Wildschwein erschrecken und rennen dann wieder weg. Warum der nicht direkt hier hingeht, ist mir ein Rätsel. Jetzt steht er irgendwie dumm in der Gegend rum, weiß nicht mehr, was er machen soll und rennt wieder weg. Hä? Ja, vor allen Dingen hat es ja erst funktioniert. Ich meine, das Ding ist ja fast fertig. Ja, aber diesen einen Stein, den kriegen sie hier nicht hin. Er hat seinen Auftrag jetzt auch, ist ja nicht mehr markiert. Das heißt, er hat seinen Auftrag durch den Schrecken, den er bekommen hat, vergessen. Und wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder ein anderer angedackelt, der sich genauso verhält. Aus Gründen. Alter, was ist das? Mach nicht solche Sachen mit mir. So kurz vorm Ziel fängt das Spiel hier an, um zu spinnen oder wie. Oder was? Keine Ahnung. Das ist mir echt ein Rätsel. Hä? Da ist Kupfer drin. Okay, das ist schön. Ist gut zu wissen. Jetzt brauchen die irgendwie 23 Stunden, um dieses Ding hier fertigzustellen. Da kommt der nächste angedackelt. Baustellenträger, eigene Funktion. Gibt es irgendeine Unterbrechung in den Wegen? Aber die muss ja dann vorher auch schon existiert haben und ich sehe ja nichts. Ich meine, was wir machen könnten parallel zu der ganzen Geschichte. Moment, wo sind die Geschichten wieder? Einige Sachen sind so absolut random. Baustellen, Camp. Wir haben ja Zeit. Oh, Moment. Hätte ich hier nicht hingesetzt, aus irgendwelchen Gründen. Würde es aber hier hingesetzt bekommen. Dann machen wir das hier hin, egal. Oder habe ich hier schon eins in der Nähe irgendwie? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Ich setze dann einfach mal hier so ein Baustellencamp hin, so just for fun. Der rennt da wieder. Sie rennen alle hier hin. Warum? Was soll das? Hä? Wo bleibt das Wildschwein? Das ist ein Reh. Da ist das Wildschwein. Wo will der hin zum Kuckuck? Was ist mit dem Programm? Hör mal, Kollege Schnürfschuh, was ist dein Begehr? Wo? Er nimmt da einen Stein. Was? Jetzt begegnet er dem Wildschwein, das ist natürlich ein Stein fallen, logisch. Also zwei Wildschweine sogar. Oh mein Gott. Oh je. Eine Jagdhütte darf es sein. Wir machen jetzt hier alles. Wir bauen jetzt hier alles. Wir bauen jetzt Jagdhütten, wir bauen Steinbrüche, wir bauen irgendwie, was war das andere da für die Leute hier, ne, die hier zu arbeiten haben.
entsprechende Unterkünfte. Wir machen alles. So. Es ist ja wohl eine Nacht. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil die dann auch hier irgendwie da hinten hinrennen und so. Das darfst du keinem erzählen. Hier im Augenblick abgeht. In diesem Spiel. So. So, warte mal. Die rennen da vorne rum, die Wildschweine. Ja. Das wird noch Stunden dauern, bis das Ding hier fertig ist. Auch mit Prio. So. Der Steinbruch ist aber fast fertig. Liegt in den letzten Zügen sozusagen der Produktion. 75%, 4 von 4 Hölzern sind da, da wird nur noch der Hammer geschwungen. Dann ist er hier mit seiner Arbeit fertig. So, sehr schön. Ja. Okay, ich lasse die Priorisierung nochmal stehen. Wir haben doch, Moment mal, Baustellenträger. Augenblick mal. Gildehaus? Da. Baustellenträger, das sind Zimmerer, das sind Handelsträger, da haben wir Baustellenträger. Habe ich Rucksäcke? Jo. Ich mache da mal so. Ja, ich lasse mich mal nicht lumpen, wir machen mal 10. Sind wir einfach mal so. 10 Baustellenträger, die können jetzt alle diese Story da machen. Da haben wir noch ein bisschen was zu lachen. So. Wir haben so eine ganze Folge nur damit verbraten, darauf zu warten, dass dieser fucking Wachturm da fertiggestellt wird, weil die Leute zu dämlich sind, den direkt halt anzulaufen mit den Ressourcen, die ich hier innerhalb meiner Siedlung habe. Nein, sie müssen in die Wildnis tapern, um da irgendwelche Steine aufzusammeln, die da zufälligerweise rumliegen. Da fällt dir nichts ein. Personal ist auf dem Weg, das ist cool. Das wäre jetzt auch die nächste Geschichte gewesen, dass ich genügend Minenarbeiter habe, aber ich habe hier, war das? Zack, die hatte ich irgendwann mal produziert. Und ihr braucht doch die Zacken, ne? Ja, gehe ich mal von aus. Würde Sinn machen. So. Silbererz, Stein. Habe ich den Fokuspunkt richtig gesetzt? Nö, natürlich nicht. Dann setzt man die jetzt mal dahin, dann ist der richtig gesetzt. Hier ist. Die sind auch fast fertig. Achso, das sind die Planierer. Hintergrund wäre, damit sind sie fast fertig. Ich muss schon sagen, irgendwie ist noch nichts angeliefert worden. Wir sind fast fertig, das kann ja wohl nicht stimmen. Aber die Sachen sind auf dem Weg, immerhin. Holz und Stoff, das sollte funktionieren. So, was ist jetzt hier los? Immer noch nichts. Aber ich glaube, nee, der arbeitet nicht. Das sah nur so aus. Für eine Sekunde oder so. Der wartet immer noch auf den Stein, den er nicht kriegt. Wie sieht es hier mit den Leuten aus? Da ist der Planierer auf dem Weg. Und Holz. Gut, dass ich dann noch Holz für brauche. Und kein Stein. Sonst würde die Hütte hier auch nie fertiggestellt werden. Ja, muss ich mal erzählen. Da ist aber noch dringend Verbesserungsmaßnahmen sind da dringend erforderlich. Da ist noch viel Potenzial. So geht das ja nicht. Normalerweise ist so ein Turm in 0, nichts fertig. Und die machen da eine Wissenschaft raus. Ja, die Herrschaft mal vielleicht ein bisschen schneller. Die spazieren gehen, hier arbeiten ist angesagt und vonnöten. Jetzt mal ran hier. Der Turm braucht sich da nicht von alleine. Oh, Baustellencamp ist auch schon fast. Ja gut. 50% ist fertiggestellt. 51 Euro wird. Läuft. Jetzt hiermit aus ist da der Planierer. Die sind immer noch auf dem Weg. Die gehen genauso gemütlich spazieren hier wie die anderen Herrschaften. So, die sind immerhin angekommen. Wollen jetzt hier auch den Hammer schwingen, beziehungsweise die Spitzhacke. Dann wird entsprechend Stein produziert. Dann hoffe ich mal, dass das dann irgendwie sich positiv niederschlägt. Weil das mit ihm, der braucht noch Stoff. Sieht so aus, als würde der geliefert werden. Ja,
Der Träger hat entsprechenden Stoff auf der Schulter. Das sieht gut aus. Der muss nicht zu den Wildschweinen. Das erfreut mich sehr. Das lässt mich hoffen, dass das Ding hier fertiggestellt wird. So, hier wären drin die ersten Steine. Abgelegt, die da und so, ne? Geschlagen wurden, abgetragen wurden. Man steht sich gegenseitig in den Füßen rum, da wird Kraftessen geliefert, damit die auch schön weiterarbeiten. Und was ist mit dem Stoff? Ja, kommt. Cool. Ich weiß, mega spannend im Augenblick, aber ich bin selber verzweifelt und ratlos und alles. So, zwei Einheiten Stoff sind geliefert worden. Das heißt, das Gebäude steht kurz vor der Fertigstellung. Und muss nur an der richtigen Stelle platziert werden. Natürlich da, wo es gebraucht wird, ganz klar. Ne, logisch, macht Sinn. Und ja. Damit ist dieses Baustellencamp fertig. Fertiggestellt. Wunderbar. Ich bin begeistert. Ihr wahrscheinlich auch. So. Was gebraucht wird, ist eine andere. Oh. Es hat sich gelohnt. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie rausgeschmissen Geld war. Gar keine Frage. Das kam jetzt aber auch überraschend. Finde ich gut. Das hat sich gelohnt. Hier kann ich die Priorisierung jetzt aber rausnehmen. Ne? Gut, Priorität ist nicht gegeben. Die machen ihren Job. Die haben die ersten Steine abgeliefert. Hier sechs von liegen da schon rum. Drei weitere sind in Arbeit. Was jetzt hier los ist, ich weiß es nicht. Der wartet immer noch auf seinen Stein. Der wartet immer noch anscheinend. Wie weit sind die? Da kommen die Zimmerer. Die sind unterwegs. Das wird aber wohl auch noch ein bisschen dauern, befürchte ich. Weil die Leute sind ja sehr, egal ob priorisiert oder nicht priorisiert, die Leute sind ja sehr entspannt unterwegs. Ne? Also gerannt wird hier selten. Die Soldaten, ja, wenn die irgendwo angreifen müssen, das geht hurtig. Ja, da wird dann im Laufschritt wird da gearbeitet. Das ist auch richtig so. Aber hier der Wachturm, das wird noch dauern. Also bis der seinen Stein kriegt. Da rennt wieder irgendwie einer so kopflos in der Gegend rum. Das ist nicht wahr. So, bevor ich die Wildschweine hier nicht loswerde, drei Stück an der Zahl, wird das hier mit dem Wachturm nichts werden. Sehe ich kommen. Da werden wir noch Stunden und Stunden, Tage und Tage, Wochen und Wochen weitermachen. Die Serie hier, also dieses Let's Play, das wird nie enden, weil dieser Turm hier nicht fertiggestellt wird. Ich sehe das kommen. Ganz klar. Ja, auch hier, das hilft nicht. Na, es werden hier ständig mehr Steine, aber, die werden nicht benutzt. Man ist da irgendwie, ist vollkommen egal. Ja, das ist, ich weiß auch nicht. Baustellenträger habe ich hier 14 Stück rum existieren, die nichts machen. 4 Zimmerer und 7 Planierer. Na gut, die sind jetzt im Augenblick, haben die nichts zu tun. Was ich jetzt nicht verstehe, wenn da Zimmerer sind. Na, da kommen sie angemarschiert, die beiden. Ob wir jetzt von hier gekommen sind oder von ganz, ganz, ganz weit weg. Wir werden es nie erfahren. Tja. Es ist, wie es ist. Das ist egal. Jedenfalls kein Baustellenträger von hier irgendwie jetzt unterwegs. Ich zumindest nicht. Ja, der könnte einfach hier hingehen, sich da so einen Stein schnappen, zack, 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 hier hinmarschieren, fertig. Passiert nicht. Passiert nicht. Ja gut, wir haben, weiß nicht, ob das ein Bug ist, keine Ahnung. Wir haben hier eine lustige Folge verbraten für Nüsse. Ist auch mal was. Ja, wir haben genügend Aufregung gehabt, in den vergangenen Folgen. 25 Minuten hier schon, meine Güte, nee. Sorry, tut mir leid, da stecke ich nicht drin. Ich hab meinen Job gemacht. Wenn die hier ihren nicht machen, sorry, kann ich nichts für.
Wir schauen mal, wie das in der nächsten Folge wird. Ich hoffe, ich kriege das hier irgendwie gewuppt, sonst weiß ich auch nicht, was ich da machen soll. Die Tour nochmal einreißen, an einer anderen Stelle neu hochziehen. Keine Ahnung. Ja. Danke für eure Unterstützung. Danke für deine Unterstützung, für euer Dabeisein. Ich kann mich nur das auch mal dafür entschuldigen, aber ich stecke da nicht drin. Sorry. Ich habe ich habe alles gegeben. Ich habe es gesehen. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich bin auf jeden Fall da. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, alles Gute, genießt die Zeit.